Das ist auch immer so eine Balance zwischen jedes Detail wirklich gut zu arbeiten und dann doch auch mal wieder eine größere Strecke laufen zu lassen und die Musiker spielen zu lassen. Das ist auch ganz wichtig. Wenn man das erste Mal in einer Probe spielt, dann gibt es eine gewisse Textgebundenheit, die beim zweiten Mal dann nicht mehr so ist und man kann viel mehr formen mit den Händen auch. Man kann den Klang auch viel mehr formen. Was sind eigentlich künstlerische Prozesse, wenn wir so in der modernen Kunst schauen, wie entsteht ein Kunstwerk? Da setzt man etwas heraus, das ist erstmal ein Chaos, dann muss man dieses Chaos annehmen und verwandeln. Und das ist die eigentliche Analogie zum Leben auf dieser Ebene wirkt eigentlich auch die Kunsttherapie. Und ich denke, das ganz niedrigschwellig, das wird in die ganze Gesellschaft diffundieren müssen, damit wir innerlich lebendig und kreativ denkende Menschen bleiben können. Das anthroposophische Menschenbild unterscheidet vier Wesensglieder, die sich gegenseitig durchdringen. Neben dem physischen Leib sind das unsere vitalen Stoffwechselprozesse, unsere seelischen Vorgänge und unsere Individualität, die sogenannte Ich-Organisation, die wie ein Dirigent für eine Ausgeglichenheit der Wesensglieder sorgt. In diesem Sinn bedeutet Krankheit, dass die Wesensebenen in ein Ungleichgewicht geraten sind oder dass die wechselseitige Durchdringung gestört ist. Aufgabe der Medizin ist es nun, Einseitigkeiten oder Störungen wieder in eine Balance zu bringen. Vielleicht sollten wir das noch ganz kurz so weit weitermachen, bis wir das Gefühl haben, wir müssen uns nicht mehr konzentrieren. Das läuft so aus der Bewegung. Du sagst dann stopp. Wir arbeiten sehr viel mit flüssigen Aquarellfarben, die haben eine lösende Wirkung. Dann gibt es natürlich andere flächenbildende Techniken, zum Beispiel das, was wir heute auch gesehen haben mit Pastellkreiden, wo man mit Pastellkreidenstaub arbeitet. Aber auch da geht es darum, dass man flächenbildet, Farbklänge wahrnimmt, ganz feine Farbschichten auch aufbaut und trotzdem auch zu Formen kommt, also auch zu Grenzen und Abgrenzungen kommen kann. Ich erlebe die Kunsttherapie als Halt. Das ist eine Verabredung in der Woche, wo ich weiß, da begegne ich der Therapeutin, da begegne ich auch mir selber. Und es hat immer etwas Beruhigendes, Erfrischendes, Sortierendes. Das ist ganz häufig so in der Kunsttherapie, dass wir mit unseren Patientinnen und Patienten daran arbeiten, dass sie ihr Schicksal annehmen. Ja? Im Leben passiert so viel. Wir arbeiten auch viel mit Menschen nach ganz belastenden Erlebnissen, nach schweren Krankheiten, nach Traumatisierungen. Und wir können all diese Dinge nicht ungeschehen machen. Aber wir können immer, und das ist eine Stärke der Kunsttherapie, wir können immer etwas Schönes daneben stellen. Angst spielt immer da eine Rolle, wo etwas Unerwartetes in das Leben tritt und man aus der Komfortzone seiner eigenen Gewohnheiten herausgeworfen wird. Und jetzt kommt es darauf an, wie man sein eigenes schöpferisches Potenzial dabei ins Spiel bringt und ob man sich traut, aus der gewohnten Zone, aus der, was ich jetzt Komfortzone nenne, herauszutreten und in eine Veränderungszone einzutreten und sich dabei eben irgendwie zu halten und zu bewegen. Und dabei eben auch ein wenig vielleicht spielerisch
tätig zu sein, wie wir es in der anthroposophischen Medizin, gerade in den Kunsttherapien natürlich sehr machen. Man weiß heutzutage auch durch Forschungen, dass das, was wir als seelische Wärme erleben, in dem Vertrauen zum anderen Menschen, und das, was körperliche Wärme ist, direkt miteinander zusammenhängen und sich unmittelbar beeinflussen. Wenn man ein seelisches Kälteerlebnis hat, durch Streit mit einem anderen Menschen sinkt die Körpertemperatur. Und so kann man eben auch durch seelische Prozesse, zum Beispiel in der Maltherapie, den Patienten einerseits begeistern für das künstlerische Tun und andererseits durch die Farbenanordnung zum Beispiel einen Weg von einem blau getönten Bild über das Gelb in ein Rot, in ein schönes, warmes Rot hineinführen und dadurch Wärmeprozesse im Patienten anregen. Einsammeln, verwandeln, ausbreiten. Die Anfänge der Heileurythmie liegen in Arlesheim in der Schweiz. Rudolf Steiner hat zusammen mit Ärztinnen und Therapeuten diese Therapie unter der Annahme entwickelt, dass bestimmte bewusst ausgeführte Körperbewegungen auf den Organismus wirken. So kann die Heileurythmie im Rahmen einer onkologischen Therapie gezielt die Wärmeregulation unterstützen. Wir geben ganz häufig den Patientinnen und Patienten einen Gegenstand in die Hand. Zum Beispiel eine Kugel, das ist so eine einfach vollkommene Form. Es ist rund, es ist was ganz Vollkommenes. Und wenn ich diesen Gegenstand in der Hand halte, gibt mir das ein Stück weit Sicherheit. Und ich kann an diesem Gegenstand dieses Urprinzip Zusammenziehung, Verdichtung erleben, üben, ausführen. Also das, was eigentlich wie eine Pulsbewegung, wie eine Herzbewegung ist, zusammenziehen, verdichten, kann ich so an dieser Kugel machen und habe wie einen Halt und bin ich frei schwebend im Raum. Was ich bei der Heileurythmie noch sehr, sehr schön finde, ist, dass es tatsächlich für jeden was zu entdecken gibt. Also das ist richtig voraussetzungslos. Ich muss nicht irgendeine Weltanschauung haben, ich muss nicht toll tanzen können, ich muss gar nichts können. Und das ist frei von allem, was man Vorstellung nennt. Es gibt einfach nur was zu entdecken. Ich bin wacher. Die Begleitung eines Patienten oder einer Patientin ist ein gemeinsamer kreativer Prozess von Pflegenden, Therapeuten und Ärzten. Erst im interprofessionellen Austausch entsteht ein vollständiges Bild des Kranken und es kann ein individuelles Therapiekonzept entwickelt werden. Es ist bei uns in der anthroposophischen Medizin tatsächlich so, dass der Arzt, Therapeuten und Pflegende auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Das heißt, dass wir von verschiedenen Seiten um diese Patientinnen und Patienten stehen und sie stützen. Und das verkürzt natürlich auch die Therapien. Und wenn jetzt ein interprofessioneller Austausch ist und gemeinsam die Bilder betrachtet werden, wie geht der Patient mit der Farbe um, berichtet wird, wie bewegt er sich in der Heileurythmie, dann kann etwas entstehen, wo der Patient in der therapeutischen Gemeinschaft wie in seiner Ganzheit erscheint. Und jede Berufsgruppe wird aus dem Gespräch neue Ideen für ihre Therapie erlangen. Also wenn mir der Kunsttherapeut berichtet, kriege ich unter Umständen eine Idee, dass der Patient jetzt noch dieses oder jenes Medikament braucht, wo ich vielleicht so nicht selbst drauf gekommen wäre. Und diese gemeinsame Aussage, die kann uns quasi weiterführen in dem, was wir als nächste Therapieschritte entwickeln. Und das ist schon sehr besonders, dass wir nicht nur eine Sprachmedizin haben oder eine Operationsmedizin oder eine Medikamentenmedizin, sondern wir haben auch noch eine gestaltende, kreative, künstlerische Therapie, die eben wieder andere Sichtweisen dazu beitragen kann fürs Gesamte. Und dann werden Sie Ihre Aufmerksamkeit überall wird gespielt, natürlich auch in der Maltherapie, in der Sprachgestaltungstherapie, im Plastizieren und in der Musik. Und die Frage ist immer, wie kommt man aus dieser Zone, wo man sich erstmal sicher fühlt und wo natürlich auch in der Beziehung einiges erstmal gehalten werden muss, dann in einen Bereich, wo man vielleicht auch mal improvisieren kann. Und das ist okay. Das künstlerische Tun im Heilungsprozess ist
ja, was ein bisschen Ungewöhnliches, aber es ist was Wunderbares, weil wir quasi als Menschen selber in die Aktivität kommen können, ins Gestalten kommen können. Und dieses selber aktiv werden ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir spüren können, wenn wir mit einer Krankheit konfrontiert sind. Indem ich erfahre, da gibt es noch etwas Schönes, was ich ganz neu erlebe, was ich vielleicht noch nie in meinem Leben gemacht habe. Das Krankwerden fordert heraus, sich zu entscheiden, was ist mir wichtig, wie möchte ich leben. Und deswegen besteht die Aufgabe der Medizin darin, dem kranken Menschen die innere Gewissheit zurückzugeben, dass er auch in diesen kranken Tagen immer noch Gestalter sein kann seines Lebens. Aber um das sein zu können, muss man sich interessieren für die Persönlichkeit des anderen. Deswegen kann man nicht schablonartig Menschen behandeln, sondern man muss auf die Biografie schauen. Man muss auf die Individualität, auf die Unverwechselbarkeit der Geschichte schauen. Und dann weiß man, welchen Weg man gemeinsam gehen kann.